Revision 470. Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von NetIdee, der großen Internetförderaktion in Österreich. NetIdee ist das Förderprogramm der gemeinnützigen Internetstiftung in Österreich und die will das Internet in Österreich voranbringen. Zu diesem Zweck verteilt NetIdee insgesamt 1 Million Euro an innovative Projekte, die das Internet offener, freier und transparenter machen. Falls ihr in Österreich zu Hause seid, ganz egal ob als Privatperson, Unternehmerin oder als Verein, dann könnt ihr ein bis zu 50.000 Euro großes Stück aus dem Millionenkuchen abhaben. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine geniale Idee für ein besseres, offeneres Internet und eine überzeugende Bewerbung. Diese könnt ihr noch bis zum 27.07. bei netidee.at abgeben. Ganz einfach und ohne Bindestriche, netidee.at. Und wenn euer Projekt den Zuschlag bekommt, werdet ihr danach nicht im Regen stehen gelassen, sondern von der großen NetIdee-Community herzlich aufgenommen. Also nicht lange zögern, sondern noch bis zum 27. Juli bei netidee.at bewerben. Wir bedanken uns bei NetIdee für die Förderung des Internets und für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft. Willkommen zu einer neuen Revision vom Working Draft. Diesmal wieder eine Late-Night-Variante, in der der Stefan und ich, der Khalil, uns spät nachts treffen und über Dinge reden. Das Intro nehme ich mal wieder alleine auf, weil bei der Aufnahme haben wir einfach angefangen loszuquatschen. Viel Spaß mit der Folge. Die Brauerei, von der ich das habe, da haben wir mal ein ganz spezielles Bier probiert. Und die haben uns gleich einmal gesagt, dass sie dafür spezielles Glas gemacht haben. Da sind sie extra zu einem Glashersteller gegangen und haben das perfekte Glas dafür gesucht, weil der Geruch um so viel intensiver ist mit diesem Glas, ne? Und du wirklich merkst, wie das zum Geschmack beiträgt, dass du halt dort mehr riechst und anders riechst. Und dann haben wir das mit einem regulären Verkostungsglas probiert und das Bier hat auf einmal schal und lasch und langweilig geschmeckt. Und mit dem speziellen Glas, das gehabt haben, war es auf einmal so richtig wow, nicht so reichhaltig und gut und fruchtig und herrlich. Also spannend, was die Nosen da ausmachen kann. Und ja, stimmt. Das ist ja zum Beispiel der Unterschied, ob ich jetzt da aus der Dose trinke oder aus dem Glasl trinke. Mhm. mein Podcast-Bier. Die Dose ist ja besonders schrecklich. Findest du? Ja, ich finde schon. Ich schmecke da einfach viel mit. Achso, draus zum Trinken oder generell? Zum Trinken, ja. Ja, nein, finde ich, geht gar nicht. Das muss irgendein komische Schledern sein, damit ich das da trinken kann. So zur Aufbewahrung ist es super, weil kein Licht reinkommt. Nicht? Das heißt, das ist fürs Bier eigentlich das beste Behältnis, das du haben kannst. Und mittlerweile haben es die Leute von Produka hingekriegt, dass das recycelbar ist. Das heißt, sie werben damit, dass in der Herstellung und Recycling von so einer Aludose einen ähnlichen Carbon Footprint hat, wie wenn du eine Pfandflasche hast, die du durch die Gegend bringst. Und das ist schon geil. Also das, ich glaube ja nicht das einmal. Ja. aber es scheint was dran zu sein. Und dann habe ich ja jetzt nicht mehr so die schlechte Gewissen. Man merkt es ja tatsächlich auch an der Dosen, dass das nicht das normale Alu ist, das man so kennt. Ja, okay. Sondern ein bisschen so, also viel dünnwendiger und eine ganz andere Textur, also nicht so glockgeschliffen, sondern ein bisschen rauer und so. Es ist spannend. Mhm. Sehr interessant, was die da aufführen. Herzlich willkommen beim Bier-Podcast. beim Aludosen-Podcast. Beim Aludosen-Podcast, weil der Kalin trinkt auch den Wein aus der Aludose, ja. wie sie das halt so kehrt, nicht? Das wäre ja geil. Boah, das wäre eklig. Nee, aber ich trinke Wein aus dem Glas. Ja, das ist okay. Das ist halt so. Das mache ich der französische Weinbauer mäßig, weißt du? Die trinken das aus dem Glas, aus dem Wasserglas, aus so einem kleinen. Ja.
Ja. Da wird hier nicht groß mit. Ja, die haben so Stutzen, nicht? So ganz kleine. Ja, ja, mhm. Genau. Ja. Das hat mein Opa auch immer gemacht. Mhm. Ich trinke in Wein so am liebsten. Also ich, bei Rotwein bin ich ganz speziell, da gibt es ja diese riesengroßbäuchigen, wunderschönen, mhm. langstieligen Rotweingläser. Ja. Und ich hasse diese Dinger. Die schütte ich entweder um oder sie jetzt brechen oder sie kriegen so komische Schlieren und das Haus recht an, aber gib mir einfach so einen kleinen Humpen mit einem festen Boden, ne? Genau. Und schenkt man auch perfekt. Also da sehe ich auch so, ja. Und da habe ich auch von meinem Opa so Römergläser, hassen die nicht. Die haben so einen ganz festen, grünen, ich glaube, Porzellan ist das nicht, das dürfte auch Ort für Klasse, aber so einen ganz festen grünen Boden und dann einen ganz kleinen Kelch oben drauf. Mhm. So ein winzig, klar. Und die hat mein Großvater immer gehabt. Und da haben wir, wenn wir krank waren, so Bauchgrippe und solche Sachen, haben wir das Cola aus diesen Weingläsern getrunken. Okay. Das ist eine ganz coole Kindheitserinnerung, ja. Und die liebe ich. Also mit das zum Weintrinken perfekt. Perfekt. Ja. Nicht dabei. Ich schätze mal, von den anderen hat eh keiner Zeit. Obwohl alle online sind. Achso. Alle. Der Vanessa muss ich noch schreiben. Genau. Und wir haben aber auch nicht so wirklich Themen, gell? Oder hast du was? Also ich wollte eigentlich, hatte mir eigentlich vorgenommen, wirklich mal nach Themen zu suchen für unseren Late-Night-Dings, aber ich habe es wirklich heute auch wieder nicht geschafft. Aber ich will es wirklich machen nächstes Mal. Also mir ein Thema überlegen. Also mein Plan ist ja, vielleicht, wir reden einfach darüber, machen wir ein Meeting. Machen wir Board-Meeting für Late-Night. Ja. Also ich habe mir gedacht, du willst über Meetings generell reden. Nein. Nein, ich will ein Meeting mit dir machen. Also jetzt öffentlich, ja, okay. In the public open source Meeting über unsere Late-Night. Ja, genau. Wir planen unsere Late-Night-Episode live, also semi-live. Genau. Live on tape. Ja. Live on tape, ja. Mhm. Das klingt gut. Also meine Idee war, einfach eine sehr simple Idee, sehr unkompliziert, einfach irgendwas Interessantes, also einen interessanten Artikel. Also weil ich, also es gibt immer noch sehr viele sehr interessante Artikel, manchmal auch längere Sachen, über die ich stolpere, die ich manchmal lese, manchmal nicht lese, die ich gerne zu einem Thema machen würde einfach, wo man sagen würde, okay, eine Woche vorher oder so sprechen wir uns ab, ich schicke dir das Ding oder du schickst mir was. Je nachdem, wer als erstes was findet. Wir lesen das beide oder so. Mhm. Ja. Oder schauen uns das an, wenn es ein Video ist oder so. Und dann ist das Thema, das sozusagen den Startschuss gibt für die Folge. Und dann verpacken wir jetzt eh irgendwie in irgendwas anderes. In einem Hasenloch. Wie das heißt. Ja, das ist eine coole Idee. Das gefällt mir gut. Also, dass da ein bisschen Vorbereitung drin ist, vielleicht auch so ein paar Notizen, so, weißt du, ein paar Bullet Points sich überlegen. Das fände ich cool. Also so halb vorbereitet auch ein bisschen reingehen, statt komplett unvorbereitet. Ja, so dass man dann mit dem gesunden Maß an Halbwissen elendslang darüber diskutieren kann. Ja, genau. Da würden YouTube-Videos gut reinpassen. Also das ist das, was ich im Moment am stärksten konsumiere. Und ich habe wieder ein paar so ganz coole gefunden, die sind schon Jahre alt in Wirklichkeit. Aha. 2016, 2018, aber die haben nur so eine Relevanz. Und die sind so fantastisch aufbereitete Vorträge. Also ich bin gerade riesengroßer Fan von Katrina Owen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die kommt aus der Ruby-Community und hat Exorcism.io hat's gemacht und arbeitet bei GitHub und schreibt jetzt viel Go. Und die macht Refactoring-Vorträge. Und erstens einmal, also irrsinnig eloquent. Irrsinnig gut Geschichten erzählt, irrsinnig guter Aufbau, irrsinnig gutes Slides, alles komprimiert auf 20 oder 30 Minuten und du lernst eine Refactoring-Technik kennen in dem Vortrag, die dir ewig hängen bleibt. Ja. Und wenn du das nachher das Resultat am Ende siehst, von dieser Katastrophenmann-Code, die sie dir am Anfang zeigt, und das ist nachher das Resultat, egal in was für eine Programmiersprache ist, das ist, dann denkst du, wow. Ich habe schon so viel Code refactored in meinem Leben und ich habe schon so viel schlechten Code, guten Code gesehen. Ich habe für auf Architektur gemappt, um dem irgendwie
ja, Meister zu werden. Aber solche Techniken habe ich noch nie gesehen. Und das ist, also ich bin erst vor kurzem wieder eins gefunden und ich bin einfach restlos begeistert. Leider ist sie gerade nicht mehr im Konferenzzirkus unterwegs, weil, also die möchte ich unbedingt auf einer meiner Konferenzen irgendwann einmal haben, falls sie jemals wieder dazu kommt, dass ich Konferenzen organisiere. Aber irre, einfach irre. Das ist auch richtig cool. Herrliche, coole Vorträge, kann ich sehr, sehr stark empfehlen. Die Frau hat mich fast wieder dazu gebracht, dass ich mir objektorientierte Programmierung anschaue. So cool sind die Vorträge. Okay. Ja. Also wenn das jetzt der Peter hören wird, der wird ja aus dem Hocker fallen. Weil bei uns ist eher so das Usus, nicht? Dass man sehr viel über objektorientierte Programmierung schimpft. Ja, ja. Aber so wie die das sagt hat, ist cool. Ja. Ich habe dieses Buch von Martin Fowler, das Refactoring-Buch, habe ich mir noch nicht wirklich tief zur Gemüte geführt. Ja, es reicht immer, wenn man die ersten 10 Seiten liest, da kann man eh schon gut mitreden. Genau, aber ich habe ja auch schon Notizen gemacht und so. Das halt auch, der hat ja vor Ewigkeiten ein Refactoring-Buch geschrieben und dann hat er das neu aufgelegt und komplett mit JavaScript-Beispielen gemacht, statt mit Java-Beispielen. Stimmt, da hat es ja einen Artikel sogar dazu gegeben, gell? Ja, wo er klar, gesagt hat, genau. Ja, ich glaube, einige. Es ist jetzt nicht unbedingt sein Lieblingsspruch, nee. Aber es ist die zugänglichste Sprache und das habe ich sehr interessant gefunden. Ah, du hast das eh da. Naja, ich habe es hier. Ich hab, es ist halt auch eine der wichtigsten Sprachen halt momentan und ich glaube, deswegen hat er es verwendet. Ich weiß noch, ich habe da auf jeden Fall angefangen zu lesen und macht schon immer Pop, 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 Pop. Dann gibt es da so ein paar Sätze, wo du denkst, geil. Einfach so Klarheit. Dann schick mal auf jeden Fall, such mal eins oder zwei oder so aus davon und dann können wir das mal zum Thema machen. Mhm. Das fand ich cool. Was gibt es denn noch so für Themen, die dich gerade so interessieren? Also ich habe jetzt, also wir sind jetzt da Late Night unterwegs, ne? Und ja. Das ist ja immer so ein bisschen die Philosophie und Suda-Zeit. Ich weiß nicht, ob Suda ein Begriff ist, den man nee. Außerhalb vom Wilden Osten kennt. Südosten. Jammern, nörgeln, meckern. Ich finde, also Sudan ist ein sehr österreichisches Wort und ich habe das immer sehr cool gefunden, weil wir haben damals in der Agentur eine Kundenbetreuungsrolle gehabt, Key Accounting und eine dieser Positionen ist immer abwechselnd von jemand anderem besetzt worden. Im ersten Jahr war das die Frau Suda, im zweiten Jahr war das die Frau Jammer und im dritten Jahr war das die Frau Kummer, ohne Scheiß. Wirklich? Ja, ohne Scheiß. Die haben sie in diesen 3 Jahren haben sie diesen einen Tisch quasi gewechselt und sudern, jammern, kummer, nicht? Also herrlich, dass das, also das kann man so nicht planen. Nee. Die haben wohl hier ihre Arbeit fantastisch gemacht, aber vielleicht sind die zu oft bejammert, besudert oder mit zu viel Kummer konfrontiert worden. Dieselbe Frau, sie hat sich nur verkleidet, neue Identität. Ja, genau. so Clark Kent-Style, so ein Brün aufgesetzt und die Haare anders gekämmt und ja. Genau. wie bin ich auf die gekommen? Ja, also die Themen, die mich gerade so beschäftigen, ich hab erst vor kurzem so ein bisschen mein Fallout mit der gesamten Webentwicklungs-Community gehabt. Und das baut sich erst schön langsam wieder auf. Was hast du noch? Dass ich nicht verstanden. Einen persönlichen Fallout mit der Web-Dev-Community habe ich gehabt, wo ich mir gedacht habe, mir interessiert diese ganze doofe Webentwicklung nicht mehr. Also wirklich, okay. Ich war so weit, dass ich gesagt habe, eigentlich interessiert mich der Scheiß nicht mehr. Ja, wann war das? Das hat sich aufgebaut, jetzt sage ich mal in die letzten 6 bis 8 Wochen. Ach so, so. Sehr jung. Ist das. Okay. Sehr jung. Wirklich bis zu einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, eigentlich, warum habe ich da jetzt so viel Zeit investiert und bin täglich mit so viel Blödsinn konfrontiert? Und also Leute, wo ich mir gedacht habe, okay, eigentlich schätze ich die Leute und deren Meinung irrsinnig, ne? Haben mich mit Dingen konfrontiert, wo ich mir gedacht habe, was rennt denn gerade bei euch ab? Und
spürt sie euch noch? Seid sie eigentlich nur da im Hier und Jetzt? Beispiele? Nein, ein Beispiel, das jetzt war, ich will jetzt kein Name-Bashing machen und keine Namen nennen dort, aber sagen wir mal ja. So eine sehr, sehr populäre Figur in der React-Community. Und da gibt's einige, die so ein bisschen an der 300.000 Follower Grenze kratzt, hat sie öffentlich auf Twitter beschwert, dass sie so Security Warnings für Tools wie Sneak einfach nur lächerlich findet, weil das ja in Wirklichkeit keine Security Probleme sind. Die kommen nicht zum Tragen, die haben keinen Impact und die sind eigentlich lauter Meldungen, die nur Open Source Maintainer nerven, und Open Source Maintainer sollen doch bitte selber entscheiden können, ob jetzt so ein Security Impact relevant ist oder nicht. Damit man nicht irgendwie komische Issues von Leuten eingetragen bekommt, die sich vielleicht drum scheren, ob das jetzt wirklich ein Security-Problem sein soll oder nicht. Und da habe ich mir nachher gedacht, Moment. Erstens, du bist angestellt bei einer Megacorp. Ne? Mhm. Du wirst bezahlt dafür, dass du diese Open-Source-Projekte maintainst. Das ist dein Job, okay? Und nur weil du einmal am Tag vor deinem Job so angewidert bist, dass er dich nicht interessiert, beschimpfst du öffentlich vor 300.000 Leuten eine sehr renommierte und gute Security-Firma, die diesen Service gratis zur Verfügung stellt, und verlangst, dass du bitte Security-Impacts evaluiert werden von überarbeitenden und Burnout-gefährdeten Open-Source-Maintainern. Mhm. Wo lebst du? Mhm. Wo lebst du? In was für einer privilegierten Scheißwelt lebst du, dass du dir sowas zu sagen traust? Und also das war für mich, das ist glaube ich 2 oder 3 Wochen her, das war für mich so richtig der Sump. Da habe ich einmal so richtig einmal durch die Bank 50 Leute blockiert auf Twitter, die einfach nur so, nicht? So block, okay. Block durch die Gegend geschossen. Und ich dachte, ja. Eigentlich, das war so die Kirsche auf dem Eis, wo ich mir nachher gedacht habe, nein, also das ist keine Gruppe, mit der ich mich, also das ist keine Gruppe und kein Ort, mit der ich mich identifizieren kann. Ich bin ja mit meinen, keine Ahnung, ich habe jetzt 4.700 Follower oder so, und ich überlege immer exakt, was ich dort schreibe, weil ich nicht will, dass ich irgendwie die falschen Leute am falschen Fuß erwische, weil ich auch keine Lust habe auf irgendwelche großartigen Twitter-Dramen, das interessiert mich schon nicht. Und zweitens, weil mir die Leute einfach viel zu viel wert sind, dass es irgendwie mit Sachen belästigt, die jetzt einfach nicht relevant sein konnten. Und da wird halt einfach einmal so aus einer Laune heraus am Dienstagnachmittag so richtig Sneak gebasht. Weil man auch, also das mit dem habe ich eigentlich absolut nicht umgekehrt. Und das war aber in Wirklichkeit nur so die Spitze des Eisbergs. Weil tatsächlich hat's ja schon angefangen mit dieser komischen Tailwind-Diskussion, die so rumrennt, die ich einfach auch nicht verstehe. Also ich verstehe nicht, warum Leute so viel Emotion in sowas wie Tailwind-CSS legen können. Und zwar für beide Seiten, dass so viel Ablehnung gibt, aber auch so viel Begeisterung gibt. Und da gibt's halt dann auch Stimmen wie 70% meines CSS sind sowieso schon Utility-Klassen, aber so ein Blödsinn wie Tailwind tue ich mir nicht an, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hörst du Leute wie, die Kaskade ist ein Blödsinn und Tailwind löst endlich das Problem mit der Kaskade. Nicht, dass ich die Kaskade jemals gelernt oder verstanden hätte oder versucht hätte, sie zu verstehen, aber prinzipiell ist es einmal blöd. Ne? Wo ich meine, okay, ist auch nicht die Diskussion, die ich haben will. Ja. Und das war halt wirklich so sage ich mir jetzt, aber für meine persönliche Mentalhygiene in den letzten Wochen einfach nicht gut. Und deswegen bin ich da einmal auf Pause gegangen. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, also Twitter zu konsumieren finde ich echt schwierig gerade. Es interessiert mich echt auch nicht, belastet mich eher. Wenn dann, also ich habe auch ganz lange nicht mehr gepostet und ich habe aber Lust mehr, also schon Twitter wieder mehr als Distributionstool zu verwenden, also so für meine Gedanken oder wenn ich was schreibe oder so, das dann da zu posten.
Und ich habe so ein paar Listen, ich habe so Twitter-Listen, wo nur ganz wenig Leute drauf sind oder so. Zum Beispiel will ich immer wissen, wenn es was Neues gibt vom, und da ist er wieder, vom Guillermo Rauch oder von Next.js. Dann habe ich so eine Liste, das sind einfach nur 3-4 Leute oder so, wo ich halt nur so die News von ihm und so scanne halt irgendwie. Und von Vercel. Und ich mag auch immer noch die Basecap-Jungs, wobei manchmal, da habe ich auch eine extra Liste für, und wobei, wenn die dann anfangen, über irgendwelchen politischen Sachen zu sprechen oder über Google zu haten oder so, was der DHH gerade gerne macht, so, ich finde, der ist ein bisschen außerhalb von seinem Element so richtig. Ja, so. Ja. Und er verwendet halt so die gleiche Brachialität in seiner Kommunikation, die er auch jetzt bei Programmierthemen verwendet, und da finde ich sie nicht so richtig angebracht, weil er einfach keine richtige Autorität hat auf dem Thema so. Ja. Das nervt dann auch wieder. Aber genau, und da mache ich dann auch mal wieder ein Retweet, ein bisschen Kommentar und so. Habe ich auch wieder angefangen. Aber so richtig meinen Twitter-Stream zu lesen, das mache ich mal so 5 Sekunden oder so und dann höre ich gleich wieder auf. Also. Wie ist es, wenn du solche Listen konsumierst? Siehst du dann wirklich nur die Sachen, die diese Person twittern? Weil ich bin ja mittlerweile verstehe ich ja auch nicht mehr das Twitter-User-Interface, weil Leute kommentieren, also Leute retweeten einen Beitrag, du siehst ihn. Leute liken einen Beitrag, du siehst ihn. Leute kommentieren auf einen Beitrag, du siehst ihn. Wildfremde Leute kommentieren auf irgendeinen anderen wildfremden Beitrag und du siehst ihn auch. Und in Wirklichkeit ist ja total egal, was für einen Button du dort verwendest, es kommt überall das Gleiche raus, und mir würde interessieren, ob ich bei Listen zumindest wieder ein bisschen ein Reglement in das, was ich jetzt folge und das, was ich konsumieren möchte, reingeht. Ne? Ja, das ist so. Also bei Listen ist es so, dass, also ich glaube, es ist chronologisch. Du hast halt keinen großen Algorithmus, der da greift. Und guck mal, im Interface, ja, da siehst du hier oben, da steht Home, ja, Home, und daneben habe ich jetzt hier so ein Emoji, ja, so ein Sparkles-Emoji und dann Next.js-Titel. Und das Sparkles-Emoji und Next.js, das sind Listen. Und das ist ganz cool gelöst auf dem iOS-Interface, weil dann brauche ich nur swipen. Ja, ja, das ist im Grund. Also, dann habe ich hier. Cool, und das sind halt die komischen Fleets weg, ne? Ja, genau, die sind dann auch nicht mehr da, genau. Und dann siehst du halt hier, perfekt. Und so. Dann haben sie cool gemacht, weil Lists war ja immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber das ist mittlerweile halt cool. Also auf jeden Fall auf der iOS-App, dass du halt dann einfach nur die Timeline rüber swipest und dann hast du deine nächste Liste, die du, also du musst also nicht durchs Menü, das musste man früher halt, ne? Du musstest früher, glaube ich, irgendwie rechts durchs Menü und dann auf Listen und dann die Liste aussuchen, die du angucken willst. Und das ist halt jetzt so, dass einfach nur, du swipest einfach nach rechts und dann hast du deine nächste Liste, die du scannen willst. Und das ist also recht nützlich auf jeden Fall. Also, dann mache ich mal eine Liste mit Twitter und versuche einfach Verhalten von Twitter von früher wieder darzustellen. Ja, so kuratierte Liste auf jeden Fall ist eine gute Idee. Ja, das stimmt schon. Nein, das Ding ist, ich finde es irgendwie schade, weil eine Person, die ich auch sehr schätze, die Carmen Ando zum Beispiel, die hat auch gesagt, genau aus dem Grund, weil einfach jeder Mist in der Timeline gespült worden ist, ist sie einfach auf Zero Follower gegangen. Also sie hat ja gesagt, sie folgt einfach niemandem mehr, dann kriegt sie ja nichts in ihre Timeline. Und das möchte ich eigentlich nicht. Also ich konsumiere Twitter sehr, sehr gerne aus unterschiedlichsten Gründen. Also es gibt ein paar Leute, die habe ich extrem gern, weil sie sehr witzige Sachen und sehr bissige Kommentare zum Geschehen haben, die so meiner Ansicht da ein bisschen entsprechen. Oder halt einfach auch zum Lerneffekt. Also gerade jetzt, wo ich sehr, sehr stark meine Finger und Gedanken in Rust und Go habe, gibt es wirklich Leute, die produzieren auf Twitter extrem guten Inhalt, der mir hilft beim Lernen. Also auch einfach, dass ich entsprechend auf Artikel aufmerksam gemacht wird oder auf gewisse Features aufmerksam gemacht wird, die
die durchaus einen Einfluss auf meinen Lernprozess haben. Und das würde ich eigentlich weiter gern konsumieren. Und das ist eigentlich was, was ich sehr, sehr gern gehabt habe an Twitter. Also wir sind ja schon, keine Ahnung, ich habe diesen Twitter-Account, den ich da gerade habe, den habe ich extra für Webentwicklung aufgemacht damals. Ich habe ja, keine Ahnung, 7 oder 8 andere, im Jänner 2012. Und der hat mir irrsinnig geholfen, zu lernen und zu verstehen, um was da eigentlich jetzt geht. Bei dieser ganzen Twitter-Sache. Ne? Ja. Ja, Twitter war immer toll. Also da die Webdev-Community hat halt immer fleißig interessanten Content geshared und so. Und das war echt immer ein super Tool so. Aber ja, also es macht sicherlich Sinn, sich seine, also wirklich da wieder zu schauen, wem followst du, das vielleicht wieder einzugrenzen. Ich habe heute wieder, bin heute wieder ein paar Leuten entfolgt, weil ich einfach dachte, okay, ich brauche diesen Müll nicht. Mhm. Also was man auch machen kann, ist Retweets ausschalten. Also wenn du wirklich so eine Person magst, aber dich das nervt, die Retweets zu sehen von der Person, dann kannst du dessen Profil kannst du sagen, ja, da gibt's da oben so ein kleines Menü und dann kannst du sagen, keine Retweets mehr von der Person und dann kriegst du nur noch die Original-Tweets halt, so die Person geschrieben hat. Das mache ich auch ab und zu. Tatsächlich Retweets ausschalten, wie geil ist denn das? Ja, das ist cool, weil manchmal retweeten Leute echt einen Müll irgendwie und machen deine Timeline voll mit irgendwelchen Retweets, die dich nicht interessieren und dann das belastet dann halt auch irgendwie, wenn du halt die Timeline irgendwie verwenden willst als ein Tool, um Neuigkeiten zu sammeln oder zu finden und solche Geschichten und da halt so viel Quatsch drin ist. Genau, und einfach entfolgen. Aber ja, ich glaube halt so die Listen ist halt, das ist halt schon echt, also wenn du so eine Liste machst, einfach eine Liste, die heißt Twitter und da packst du einfach nur die Leute rein, von denen du weißt, von denen willst du auf jeden Fall eigentlich jeden Tweet lesen, so ungefähr. Ja, ist cool. Und das können auch erstmal nur 5 oder so sein. Ja, es muss ja nicht, und das wächst dann vielleicht oder vielleicht doch nicht. Und das ist aber echt recht interessant. Das hat dann wieder so diesen Charakter von früher, vom Wert, den das für dich wiederherstellt. So. Ja, das ist cool. Ja, ich bin mal gespannt, wenn dieses Spaces, hast du von Twitter Spaces gehört? Ja, das ist ja die Clubhouse-Variante von Twitter, ne? Ja, genau. Die sind ja verbunden mit den Twitter-Fleets oben. Also ich habe das jetzt einmal gesehen. Irgendjemand, dem ich folge, der hatte Twitter Spaces wohl freigeschalten, hat so ein Space gehostet und dann hat man das oben in den Fleets, habe ich das dann gesehen, konnte dann drauf und dann hat sich dann so ein Clubhouse-mäßiges, so eine Card, ne, nach oben geslidet und da waren dann halt so wie in Clubhouse auch die ganzen Köpfe und so und da haben sie da ihre Telefonkonferenz gemacht. Es ist witzig, es ist wirklich nur eine Telefonkonferenz. Wo ich mir echt denke, das musst du mal geben, eine der erfolgreichsten Apps in die letzten Monate ist in Wirklichkeit das, was wir schon ein ganzes Jahr lang jeden Tag machen. Du hockst vor so einem Ding und machst eine Telco mit anderen Leuten, weil ich denke, echt? Ja. Es ist faszinierend, ja. Aber ich finde es cool. Also ich habe so ein paar Clubhouse-Talks habe ich mir schon reingezogen mit irgendwelchen Leuten aus dem so Deutschrap-Leuten oder so, die irgendwelche Geschichten. Ja, das war interessant. Ich weiß nicht, wie gut es in der Tech-Community angibt. Die waren mal in einer Clubhouse-Runde dabei und ich habe es spannend gefunden vom Format her. Es war ein bisschen holprig. Weil in Wirklichkeit so, jeder hat so ein Sprechmarkerl gekriegt. Ne? Das heißt, so, jetzt ist der dran und redet, dann ist der dran und redet, dann ist der dran und redet. Und ich finde gerade so jetzt wie bei uns, wir haben ja auch kein Sprechmarkerl. Ne? Also das ist ja eine beherzte, lebendige Diskussion, das ist ja eigentlich das Interessante. Und darum finde ich es ja spannend, dass ich so als Podcast-Hörer und Podcaster klar, was vielleicht was wirklich nur dieser eine Raum oder weiß nicht, ob das Usus ist dort. In dem Moment sehr, sehr, sehr fremd für mich angefühlt hat, obwohl ich es eigentlich gewohnt sein müsste, dass ich in ein Mikro reinschreie und Dinge von mir gebe. Ne? Aber es war interessant. Ja, es war auf jeden Fall eine andere Erfahrung. Ja, ein bisschen eine andere Dynamik, glaube ich. Ne? Aber ja, irgendwie ist es interessant. Es hat halt irgendwie mit der Art und Weise,
wie es so ubiquitous gemacht wird, so allzugänglich gemacht wird, ne? Und so einfach halt. Ne? Dass du so, ich host jetzt mal einen Room und dann kommen da halt so Leute und dann kannst du die hochholen und runterholen. Also das hat schon irgendwie was so umgesetzt. Ich glaube, es gab mal was Ähnliches oder so, aber ich weiß nicht. So umgesetzt. Weiß ich nicht, ob es das von auch so von der UI oder User Experience auf diese Art und Weise schon gab. Was ich nicht verstehe, ich glaube, das Twitter Spaces gibt es ja schon länger, oder? Also das ist ja jetzt ich auch gehört, schon einige Zeit eigentlich in Verwendung. Vielleicht ist Clubhouse so, vielleicht war der Clubhouse-Gründer einfach einmal so ein Twitter Spaces Beta-Tester und sie dachte, oh, es ist ja cool, das mache ich jetzt als App. Und dann hat Twitter sich gedacht, da müssen wir jetzt ein bisschen weitermachen mit dem Refactoring. Und ja, ich glaube, Clubhouse ist auch schon sehr lange Weile. Also Clubhouse hat anfangs YouTuber bezahlt dafür, dass sie reinkommen ins Clubhouse und das Ding starten und die den Hype schaffen. Okay. Und es waren wohl anscheinend viele auch aus der schwarzen YouTube-Community. Okay. Und die haben, also so wie das oft ist, ne, also so Black Twitter oder jetzt eben auch Clubhouse oder auf Instagram spielen so die Schwarzen eine ziemlich große Rolle in der Schaffung der Coolness für dieses Social Network. Ne? Und wenn das dann cool ist, dann kommen die ganzen anderen rein und übernehmen so ungefähr, ja. Und das war wohl so bei Clubhouse, dass also die schwarze Community hat das ganze Ding cool gemacht, auch halt im Auftrag von Clubhouse, weil Clubhouse sie bezahlt hat, wie gesagt. Viele so Influencer von YouTube und dann haben halt irgendwann die Clubhouse-Leute gesagt, okay, jetzt ist Clubhouse Hype und jetzt holen wir die ganzen Celebrities rein, so die Elon Musks und Investoren und weiß ich nicht. Spannend. Musiker und so Geschichten. Und und das hat ja auch wieder so einen kleinen Ausbeutungsaspekt. Es ist interessant, wie da, also das auch ausgenutzt wird, ne? Auch so diese Fähigkeit, die schwarze Community halt hat, Kultur zu schaffen. Ne? Mhm. Das ist ja alles. Das ist eine sehr geile, spannende und bedenkliche Perspektive. Ja, das wär, ich habe das nicht gewusst, wie gesagt, also ich war für eine Stunde in einem Clubhouse-Raum und das war's. Ich habe die Geschichte da nicht kennt, aber es ist, also so wie du das erzählst, ergibt es halt einfach total Sinn, weil ich wüsste nicht, wie sage ich das jetzt? Also gerade solche Trends aufgreifen und pushen, du hast absolut recht, das sieht man wirklich hauptsächlich aus der schwarzen Community heraus. Gerade in Amerika, ne? Und ist aber jetzt nicht so, dass ich in die paar Minuten Clubhouse, die ich gemacht habe, je einen Schwarzen dort gesehen hätte. Eher sehr im Gegenteil. Ja, klar, natürlich, also, weil die sind mittlerweile eher eine große Userbase so und das ist dann schon fokussiert auf die Leute, die holen sich ihre Follower rein oder die Leute, die sie kennen und so. Und es ist nur halt, es wurde halt Hype gemacht irgendwie. Und als ich das erste Mal auf Clubhouse war, habe ich interessanterweise staunend solche Spaces oder wie heißen die dort, Rooms oder so, gesehen, wo sehr viele Schwarze drin waren, die über irgendwelche politischen Themen diskutiert haben und so. Und es war immer sehr, sehr, eine sehr lebendige Diskussion. Und und es ist halt so, ja, die schwarze Community oder aus Amerika, die kreieren Weltkultur, ne? Also alles, ne? Also die Musik, die Kleidung und so, es ist ja immer noch so. Es ist alles, was wir tragen, die Hoodies oder die Sneaker oder die Hosen oder die Musik, die wir hören und die alle Musik, Pop, Punk, Rock, alles hat schwarze Roots und vom Rock'n'Roll aus der Nachkriegszeit angefangen, nicht? Also genau. Genau, also alles kommt vom Blues und vom Soul und so. Also das trägt sich halt so durch jetzt auch in diese Social Media Welt. Das ist irgendwie total interessant auf jeden Fall. Ist das zumindest mal, ja. Und irgendwie schon mit Vorsicht zu genießen. Also ich find's
finde es auf jeden Fall krass, weil es benutzt wird, teilweise habe ich das Gefühl. Mhm. Und dann einfach, ne, und dann ist es irgendwie, hat es die Aufmerksamkeit und dann nimmt man es. Ja, wahrscheinlich mit einer unbewussten Selbstverständlichkeit, was eigentlich viel tragischer macht, ne? Ja, weil, bewusst und unbewusst, ja. Das kann ich mir vorstellen, ja. Dass es mittlerweile auch bewusst, also bei Clubhouse, wenn es so gezielt auch ja, war, sicher. Dass sie halt wirklich so die schwarzen YouTuber reingeholt haben und so. Ja, also das ist eigentlich eine Sauerei, ne? Eigentlich ist es Sauerei. Ich war nicht dabei, insofern weißt du. Khalil, du ruckelst ein bisschen. Sorry, ja? Du, Khalil, du ruckelst ein bisschen. Wollen wir die Videos vielleicht kurz abschalten, dass wir uns ein bisschen Bandbreiten ersparen? Ich weiß noch gerade nicht, wie das geht. Unten links. Sorry. Ja. Danke. Wollte mal schauen, ob es das jetzt besser macht. Also ich habe gerade gemerkt, jetzt in den letzten paar Sekunden war es ein bisschen wobbelig. In der Videowiedergabe. Ja, also bei dir ist alles gut. Ich zeichne auch gerade auf dem Roadcaster schon seit einiger Zeit auf. Insofern. Super, dann haben wir Backup. Das ist perfekt. Auch Backup, ja. Hammer. Wie eine coole Sache. Nein, sehr, sehr spannend. Ich habe das nicht gewusst. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ach so, Twitter und Twitter Spaces, genau. Ja, genau. Ja, und bei Twitter ist es auch so. Also Twitter lebt auch sehr viel. Ich weiß nicht, anfangs glaube ich nicht unbedingt, aber irgendwann gab es dann auch dieses Phänomen Black Twitter und als Twitter so ein bisschen am Abstürzen war Black Twitter das, was Twitter auch einiges wieder an Leben gegeben hat. Genau, also es ist halt, da hat dann auch Twitter wieder davon profitiert. Ich folge seit einiger Zeit einigen Black Tech Twitter Accounts und das hat auch wieder komplett neue Perspektive eröffnet, vor allem in Bezug auf Tech Education, Hiring-Perspektiven und Interviewsituationen und solche Dinge, wo du halt einfach merkst, ja, du lebst halt echt in einer Bubble und das ist echt nicht gut. Alleine die, also wenn ich an die Interviews denke, die ich geführt habe, nicht, die glaube ich noch inklusivere Interviews waren im Vergleich zu einigen meiner Kollegen in den letzten Jahren. Ne? Mhm. Ganz zu schweigen von dem Interview, das ich gehabt habe bei dieser Firma, das halt wirklich ein Whiteboard-Stresstest war, den ich dort gemacht habe. Mhm. Bin ich aber auch mit dem, was ich schon versucht habe, anders zu machen und besser zu machen und zugänglicher zu machen und fairer zu gestalten in Wirklichkeit, ne? Immer noch meilenweit weg von dem, was eigentlich nötig ist, um gute Talente zu finden, zu heiren und Raum zu geben, sich zu beweisen. Und das liegt halt hauptsächlich an einer Bias. Was ist denn das deutsche Wort für Bias? Voreingenommenheit, ne? Ja, genau. Wahrscheinlich gibt es ein schöneres Wort, aber das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also an dieser Voreingenommenheit, mir seit Jahren und Jahrzehnten eingetrichterten Perspektive, mit denen ich solche Situationen und Menschen in solche Situationen evaluiere. Und das ist das ist jetzt anderthalb Jahre her oder so oder nur länger, dass ich eben Leute aus dem schwarzen Tech-Twitter-Sektor gefolgt bin und das hat irrsinnig viel geändert in meine Interview-Praktiken, in meine Hiring-Praktiken, die ich damals noch gehabt, also wo ich damals noch die Möglichkeit gehabt habe, dass ich das mache. Und habe eigentlich bis zum Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich traue ich mir nicht mehr zu 100% fair zu hören und würde das eigentlich gar nicht mehr gern machen. Was spannend war, also ich war früher sicher wöchentlich in zwei oder drei Interviews und bin das jetzt seit zwei Jahren oder eineinhalb Jahren gar nicht mehr. Nur mehr in Ausnahmefällen. Einfach weil ich mir gedacht habe, ich glaube, ich kann nicht diese Interviewsituation schaffen, damit das ein faires und gutes Interview wird und ich die richtige Person höre. Also das war eine starke Erkenntnis. Und halt auch bezüglich Education,
da sind auch sehr viele Leute halt auch auf Bootcamps und so weiter, weiter angewiesen, damit die überhaupt diese Hebelwirkung haben, um weiterzukommen, nicht? Und so ein Ding wie Bootcamp, das habe ich vorher nicht kennt. Mhm. Das war mir vorher einfach nicht bewusst, dass sowas gibt. Für mich hat's immer geheißen, entweder Hochschulabschluss oder Schulabschluss im Tech-Sektor. Ja. Aber diese zweite Ausbildungsschiene auf via Bootcamp oder ja, Schnellkurs ist das falsche Wort, aber bei uns sind es halt die Wirtschaftsförderungskurse, die es halt gibt. Ja, look at that, he's married. Was war jetzt das? Sorry, ich hab hier aus Versehen wo drauf geklickt und dann hat es hier ein Video abgespielt. Der Rodecaster hat mir das gleich erzählt, ja. Der Rodecaster hat es gleich reingepumpt. Okay, ja. Weil ich habe jetzt gerade geschaut, ob vielleicht bei mir irgendwo ein Video losgegangen ist. Na gut, ich sehe gut, dass das gekommen ist, ich schwafle eh schon wieder. Ja, nein, alles aber sehr interessant. Gibt es einige coole Accounts? Also die Angie Jones ist eigentlich eine Person, die da sehr viel Perspektive gebracht hat. Ich glaube, die werde ich jetzt in die Schaunotizen verlinken. Sie kommt eigentlich aus dem Java-Sektor. Sie ist die erste schwarze Frau, die als Java Champion ausgezeichnet worden ist. Ich glaube, dass das Java Champion heißt. Das ist der von Oracle vergebene MVP Award. Das ist so, wie wenn du Google GDE bist, ne? Also der Google Developer Expert oder der Microsoft MVP, macht Oracle den Java Champion. Und sie war die erste schwarze Frau, die ausgezeichnet worden ist. Wobei man aber auch sagen muss, es sind auch generell sehr wenig Schwarze und noch weniger Frauen als Java Champion ausgezeichnet. Also das ist eine sehr weiße, sehr männerlustige Domäne. Mhm. Aber ihr kann man gut folgen. Also auch wenn sie Java macht und das euch nicht interessiert, die hat prinzipiell sehr guten Entwickler-Content. Also und, okay. Und gibt sehr gute Einsichten in schwarze Tech-Twitter. Okay, Angie Jones ist Tech Girl 1908. Ja. Genau. Senior Director Developer Relations at was? Apple Tools. Okay. Ich kenne Apple Tools nicht, aber sie ist cool. Folgen wir dir doch mal. Ja, spannend. Ah, auf jeden Fall sind wir darauf gekommen, weil ich gesagt habe, ich bin mal gespannt, wann die Twitter-Leute Twitter Spaces freischalten und Twitter, also für alle so, und ob was das mit Twitter macht, was da passiert, also ob das wirklich auch so für unsere so Webdev-Community, ob die das auch nutzen oder ob da die typische Zurückhaltung, Introvertiertheit der Entwickler dazu führt, dass man es eher nicht nutzt und dann irgendwelche Celebrities rumschwafeln. Mhm. Ich finde es ja spannend, wie findest du die Twitter-Fleets, die sie ja vor kurzem veröffentlicht haben? Also die Stories. Die Instagram-Stories von Twitter, ne? Ja, also die Snapchat, wie hießen die denn auf Snapchat eigentlich? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Die hießen auch Stories, glaube ich. Ich hab Snapchat nie installiert. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, ich fand das Feature, also das war ja ein Snapchat-Feature und ich fand das auch cool. Ich mag das eigentlich auch. Finde es auch bei Instagram eigentlich immer interessant. Oder was heißt interessant? Also ich mag das Feature eigentlich, wobei auch viel Müll dort gepostet wird, aber ja, und auf Twitter war es halt so, okay, jetzt haben wir auch Stories. Okay, finde ich irgendwie weird. Also, weil irgendwie ja jetzt alle Stories hat. Jetzt haben die Leute haben ja, irgendwelche Witze gemacht darüber, dass halt irgendwie bald bei Excel oder so dann Stories ja. sind. Aber das ist so geil. Es kommt irgendein Portal oder irgendeine Seite mit Stories daher. Dann gibt's diese ganzen Memes, wer nicht nur alle Stories macht. Ja. Und dann kommen sie auch. Aber ich muss sagen, also Stories ist, also ich gehe das zu einem bestimmten Grad mit. Also dass Instagram sich das Story-Feature eingebaut hat, haben sie Stories zu einem Feature gemacht, ne, haben Snap, haben es von Snap geklaut, haben es zu einem Feature gemacht, das jetzt ubiquitous ist, genauso wie die Timeline, ne? Also letztendlich sind ja auch Stories nichts anderes als eine andere Art von Timeline.
nur fokussiert auf eben Fotos und Videos und eben diese voll ausfüllen von Dings und halt diese Sequenz und das ist nach rechts irgendwie, von rechts nach links durchgehen der Timeline. Und insofern finde ich, das ist halt im Endeffekt so wie, also ne, Facebook hatte, ich weiß nicht, welche App jetzt ist, die erste, die Erfinder der Timeline sind, diesem Informationsfluss von oben nach unten oder von oben nach oben oder wie auch immer, ja. Aber den haben sie dann halt alle, ne? Das ist Facebook, dann hat LinkedIn, dann hat Twitter und im Endeffekt, und Xing hat er das ja auch und so. Und das war so ganz typisch so, okay, wir haben einen Newsfeed und so. Und jetzt ist es dasselbe mit Stories halt. Jetzt haben wir Stories und es ist sowas ähnliches. Es ist ein bisschen komplexer. Aber halt auch, hat halt so eine bestimmte Intuitivität und so eine, was einen süchtig macht, auch noch mehr als die normale Timeline. Ja, und im Endeffekt ist es einfach nur eine horizontale Timeline im Gegensatz zu dieser vertikalen Timeline, so. Deswegen finde ich das im Endeffekt auch zu einem bestimmten Grad, finde ich es, wie sagt man, nicht appropriate, sondern von mir schon ein bisschen natürlich, oder? Also fast schon natürlich. So. Ja. Es ist okay, ne? Probiert's halt, ne? Aber ich muss sagen, bei Instagram war es tatsächlich so, dass die super sticky waren von Anfang an und ich viel weniger die Fotos, also wirklich den Fotostream angeschaut habe als Stories. Stories sind so das Hauptkommunikationsmittel geworden in Instagram, finde ich. Stories und auch also Livestreams, die manche Leute gemacht haben. Ja. Und bei Twitter ist das aber überhaupt nicht so. Also da finde ich, also das sind die Leute voll zurückhaltend mit dem, was sie da posten und so. Und es ist überhaupt nicht sticky und die Tweets sind immer noch unangefochten, finde ich, in Twitter. Ja, ich finde das nämlich auch sehr spannend. Ich habe bis vor kurzem WhatsApp verwendet, das verwende ich ja mittlerweile auch nicht mehr und da habe ich die WhatsApp-Stories. Ich weiß nicht einmal, ob die WhatsApp-Stories heißen, aber das ist die Story-Äquivalent in WhatsApp. Ach, stimmt, gibt's auch, ja. Habe ich mir doch sehr gerne angeschaut. Weil da, nein, was ja, da hast die Kontakte drin, das kennst. Sehr persönlich dann. Die sehr persönlich, da siehst du ein paar Bilder, die, wo du, also bei denen kein direkter Austausch passiert, nicht? Also das Ding ist das, man teilt ja gerne mal Fotos über WhatsApp und solche Sachen und anstatt jetzt jeder Person das Foto zu schicken, ist prinzipiell schon mal da und kann konsumiert werden. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner, inklusiver Ort, das Ganze zu verteilen, weil so kriege ich auch von Leuten was sehr Privates und sehr Persönliches mit, die ich gut kenne, aber mit denen ich vielleicht nie zu diesem regen Austausch habe. Und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Twitter konsumiere ich prinzipiell anders, auch mit den Leuten, mit denen ich dort vernetzt bin, so dass ich eigentlich gar nicht wissen will, was dort passiert. Also das ist eigentlich da habe ich keinen Bedarf. Und das passiert auch nicht, dass irgendwie es auf Instagram ist, dass halt manche Leute sogar so Livestreams machen mit diesen ganzen abgehackten Instagram-Story-Videos dort. Ne? Das passiert halt dort auch nicht, muss aber dort auch nicht passieren. Also da halt hätte ich keinen Gedanken daran verschwendet, dass ich das dort reinpacken würde. Ja. Ist auf der anderen Seite natürlich auch voll die fette Marketing-Opportunity, weil generell ist es wohl so, dass bei solchen Social-Media-Netzwerken ist es immer so, dass du, wenn sie ein neues Feature implementieren, dann hast du dort dieses Element von, also wenn du das nutzt, wenn du es gut nutzt und so wie die sich das vorstellen, dann erzeugen sie automatisch eine optimierte Reichweite und versuchen, die User auf das Feature zu kriegen. Das heißt, wenn du was zu promoten hast, wie zum Beispiel ein TypeScript-Buch oder so, und dann halt regelmäßig so deine Fleet-Videos da machst und so ein bisschen draus vorliest oder was weiß ich, ja, keine Ahnung, oder mal das Cover nochmal zeigst oder Fotos machst oder von irgendwelchen Leuten, die es bestellt haben, irgendwie so. Aber so eine Lesung finde ich cool, auf jeden Fall. So Twitter-Fleet-Lesungen, so für so über 10 abgehackte Videos durch. Ist doch nicht schlecht. Dann würdest du wahrscheinlich halt schon, würden halt viele Leute das sehen.
Insofern, das ist immer ganz interessant. Also ich denke, also ich sehe ja soziale Netzwerke eher als Distributionsmittel und als Promotion-Tool. Also nicht nur, also, ne, aber ich denke, also heutzutage, wenn man was zu verkaufen hat oder was bewerben möchte, oder irgendwas hat, was einen Wert darstellt, vielleicht für andere Leute, was man irgendwie an die Menschen bringen will, um ein Publikum für sich zu schaffen und so, dazu sind soziale Netzwerke auch da. Und wenn man das weiß, dass wenn ein soziales Netzwerk neues Feature hat, wenn man das nutzt, wie zum Beispiel bei Instagram, wäre das zum Beispiel diese Reels, wo sie ja versuchen, TikTok zu killen. Mhm. Ja, wenn du diese Reels verwendest, kriegst du automatisch eine riesige Viewership, auch wenn du fast keine Follower hast, zum Beispiel. Ist auch interessant, ne, wenn du Reels machst oder wenn du die Karussells verwendest in Instagram oder so, dann hast du auch automatisch, dann ist das begünstigt der Algorithmus und versucht es den Leuten halt unter die Nase zu schieben. So. Und das ist interessant zu wissen, einfach nur als Pro-Tipp, wenn hier jemand irgendwie los scammen will mit irgendeinem Produkt oder so. Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass wir jetzt schon sehr lange über soziale Medien reden und die mit dem jetzt gar nicht gerechnet hätte, nur durch den, nur weil irgendein Typ über Sneak geschimpft hat zu seiner Folgerschaft. Ja, genau. Aber das ist late night so. Genau, ganz einen Startschuss genau. Und dann geht's ab. Aber das war schon immer ein Thema, das mich interessiert hat und ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Auch wenn ich jetzt soziale Netzwerke nicht für mich so gemeistert habe, in dem Sinn, dass ich jetzt irgendwie eine riesige Followerschaft mir ermast, angemast habe in irgendeiner Form, ist es trotzdem so, dass ich das Thema ganz gut verstehe. Ich habe nur nicht die Disziplin, die Techniken anzuwenden, die man anwenden muss, um das so konsequent zu machen, um irgendwie dann auch ein riesiges Publikum dafür zu schaffen. Aber das Thema generell finde ich faszinierend, weil es halt so weil es eben der Distributionskanal unserer Zeit ist und da, wo die Aufmerksamkeit der Leute halt ist. Ne? Also wenn du, das ist einfach so. Also Fernsehen ist es nicht mehr. Es ist eben, es liegt halt auch mehr in der Hand der Leute. Und man ist nicht mehr so von den Gatekeepern abhängig und kann diese Sachen auch nutzen. Und da gibt es dann halt irgendwie so diese Tipps und Tricks, die man so hier und da aufschnappt oder auf YouTube-Videos sieht oder so. Und das finde ich immer ganz interessant. Mhm. Ja, stimmt. Sehr spannend. Ja. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen kann, ich komme wieder zurecht durch sehr viel Therapie. Ja, was heißt eigentlich den Blockbutton für mich entdecken? Ich habe das jetzt seit 2012 nicht gemacht, dass ich Leute geblockt habe auf Twitter und mittlerweile tue ich das sehr, sehr gerne. Ja, okay. Ja. Und der hilft bei der Mentalhygiene sehr. Und schon langsam finde ich ja wieder ein bisschen Interesse. Ja. Gott sei Dank, weil ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich mache jetzt diese ganze Webentwicklungskacke seit 25 Jahren irgendwie. Ne? Mhm. Und jetzt so einen großen Fallout haben in dem Ding. Ja. Nur weil irgendwelche Typen so absolut sich nicht mehr gespüren, finde ich halt auch schon. Ja, so also die Payment-Diskussion, by the way, die du vorhin genannt hast, die finde ich auch faszinierend. Da steige ich auch mal sofort aus. Also sobald da jemand irgendwie anfängt, Tailwind irgendwie zu kritisieren irgendwie und auf der anderen Seite dann auch so die Leute, die halt dann irgendwie zu sehr für Tailwind kämpfen, also das ist bei mir genauso, da steige ich da voll raus. Ich finde es total albern. Ich verstehe die Polarisierung nicht. Das ist ein Set an CSS-Klassen. Ja, aber weißt du, woher das kommt? Also das sind glaube ich, in der Regel, also so wie ich das immer gesehen habe, sind das halt so Leute, die wirklich so CSS für sich irgendwie so als ihre Domäne sehen, als ihre Spezialisierung. Und ich glaube, das sind halt zum Teil Leute, die ja wirklich entweder schon sehr lange mit CSS arbeiten und so ihren eigenen Weg damit haben und etabliert haben für sich. Und für die dann irgendwie Tailwind komplett absurd ist, ja. Und auf der anderen Seite, die Leute, die eher die Einsteiger sind, für die Tailwind eine absolute Rettung ist und so, die
für die Tailwind CSS einfach simplifiziert und zu einem absolut und einfach zu und einfach super Superkräfte verleiht. Ne? Also Tailwind verleiht dir Superkräfte, wenn du damit auch. Ja, also so ist das einfach meiner Meinung nach. So empfinde ich das. Und ich denke, jemand, der eben vielleicht jetzt noch nicht so tief im CSS drinsteckt oder gerade reinkommt so in die Webentwicklung und so weiter, für die ist das sicherlich auch so ähnlich. Ich sehe das ja mittlerweile auch mit dem Auge von, keine Ahnung, Beispiel, du hast eine Agentur oder bist technischer Leiter in einer Agentur und solche Sachen. Genau. Einfach nur durch den Umstand, dass dort eine einheitliche API gibt, mit der du alles gestalten kannst. Ja. Alles. Mhm. Normalisiert auf ein greifbares Set an CSS-Klassen. Mhm. Mit ein bisschen einem Domänenwissen dabei, zum Beispiel, wie man Layouts gestaltet und solche Sachen. Nicht, das vielleicht zugänglicher ist, als wie die ganzen Optionen, die da jetzt CSS Grid und CSS Flexbox gibt. Einfach, weil du ein paar gute Defaults hast. Und leichte Abstraktion. Genau den richtigen Grad an Expressivität. Ne? Ja, genau. Das auszurollen über ein Team von, keine Ahnung, 5 Leuten, 10 Leuten, von mir aus 20 Leuten, die in verschiedenen Projekten arbeiten, zu verschiedenen, in verschiedenen Ausmaßen, die oft rotieren, also nicht weil es so furchtbar ist, sondern in Teams oder in Projekten Rotation machen, nicht? Also du weißt schon, einfach verschiedene Projekte sehen. Oder neue Leute ongeboardet werden müssen, beziehungsweise Leute aus dem Unternehmen scheiden, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Ja. Ist es doch super, dass du so eine Konvention hast, mit der Leute schnell up to speed sind und mit der Projekte einheitlich über Teams, über Jahre und die Designs in Wirklichkeit sogar sind. Nicht? Du hast ja, also wir haben die TypeScript-Conf-Seiten mit Tailwind gemacht. Die schaut nicht so aus wie andere Tailwind-Seiten, aber die API ist die gleiche, die Tools sind die gleichen. Ja. Du kannst, der Workflow ist der gleiche. Und ja, also ich habe als CSS-Entwickler sehr, sehr viel entlernen müssen, bevor ich mich auf Tailwind richtig einlassen habe können. Vor allem habe ich meine Debugging-Techniken komplett entlernen müssen, bevor ich erfolgreich Tailwind debuggen habe können. Mhm. Aber den Moment, wo es Klick gemacht hat, war mir doch cool. Ich kann mich jetzt auf jedes andere Tailwind-Projekt setzen und es funktioniert. Und das jetzt auszuholen über Agentur, über die gesamte Frontend-Abteilung von einer Agentur, wäre das doch spitze. Und die kennen Agenturen, die das gemacht haben und die profitieren ganz stark davon. Ja, du hast einfach... Du nimmst mentalen Oberhand weg. Ja. Und das ist eigentlich der Benefit, den ich sehe, nicht? Und den kannst du jetzt, der ist jetzt genau in dieser Mitte zwischen Tailwind ist scheiße und Tailwind ist gut. Nein, Tailwind hat für genau diesen Use Case eine sehr, sehr gute Lösung gefunden. Super. Es ist ein Werkzeug wie jedes andere in meinem Werkzeuggürtel. Ich würde es wahrscheinlich nicht für jede Seite verwenden, aber gerade für solche Projekte finde ich das eigentlich schon sehr, sehr gut. Gleiches Thema mit diesen ganzen CSS in JS-Lösungen. Ich habe viele React-Projekte gemacht, wo ich bewusst keine CSS in JS-Lösung genutzt habe, weil ich mir gedacht habe, das ist nicht das richtige Werkzeug dafür. Ich bin anders schneller und das funktioniert anders besser. Jetzt gestalten wir eine Komponentenbibliothek in React, wo das meiner Meinung nach die einzige Lösung ist, die wir nutzen können, weil wir diese Komponentenbibliothek für mehrere Apps verteilen müssen. Und dieses Verteilen von Styles und das Scoping von Styles einfach so trivial macht, dass wir uns nicht mehr darum kümmern müssen. Das nimmt uns einfach eine riesengroße Aufgabe weg. Und dafür beißen unsere Entwickler gerne in den sauren Apfel, machen wir halt jetzt ich glaube, wir nehmen Style Components her, ich bin mir nicht sicher, was für eine Lösung tatsächlich. Nur um diesen Benefit zu kriegen, dass wir es leichter verteilen können. Und wie gesagt, genauso ein Werkzeug in unserem Werkzeuggürtel, das uns genau für diesen Case super hilft. Ja, absolut. Und das ist auch was, da hatte ich doch neulich so einen Tweet. Genau, da hat der. Der Guillermo Rauch hat getweetet, er hat mit dem Engineering Manager von irgendeinem Unternehmen gesprochen und wollte unbedingt wissen,
also die Next.js eingesetzt haben und wollte und erfolgreich und wollte halt wissen, was war denn jetzt so dieses Killer-Feature für sie bei Next.js? Und die Antwort, und er hatte gedacht, es war bestimmt Server-Side-Rendering oder Feature A, Feature B, Feature C, ich weiß nicht mehr, was er da aufgezählt hat. Also irgendwelche so Features halt von Next.js. Und der Typ hat dann wohl geantwortet, gesagt, einfach nur der Fakt, dass jeder Entwickler im Unternehmen ein Projekt aufmachen kann und eine Dateistruktur findet, die er sofort wieder erkennt, ist das Killer-Feature. Die Konvention. Ne? Konvention, genau. Und du hast halt, du hast dann wahrscheinlich, ne, also Next.js kommt so, die, weiß ich nicht, so Create Next.js Generator kommt halt mit ein paar Konventionen mit, dann machst du vielleicht noch ein bisschen, also ich habe auch so ein Next.js Template gemacht mit Chakra UI und da habe ich auch noch hinzugefügt TypeScript, habe ich noch hinzugefügt Husky, ESLint und Prettier und so, das sind so ein paar Sachen, die braucht halt jedes Ding und dann, aber wenn du das halt dann genau so jedes Mal machst, ja, dann findet sich da einfach jeder zurecht und hat halt absolute Superkräfte automatisch, ne, also gerade bei Next, weil du dann eben Server-Side plus Frontend hast und wenn du dann noch irgendwie, jetzt gibt's auch noch von Auth0, gibt's jetzt auch noch Next.js SDK, ja, wo du dann Authentifizierung dir da mit super easy reinknallen kannst. Also ja, das sind dann halt automatisch einfach alles Konventionen. Ja gut, also Next.js hat halt einfach sich Konventionen ausgedacht und er wollte ja von vornherein immer sehr simpel bleiben und straightforward. Und kommt mit bestimmten Konventionen. Und das allein ist das Killer-Feature. Und das ist genau das Gleiche jetzt hier bei bei Tailwind. Du hast diese API, du hast die Konventionen, du hast ein implementiertes Design-System. Ja, das ist halt, weil mit CSS baust du UIs. Und deswegen automatisch durch dieses Toolset erzeugst du halt eine Art von Design-System, das auch noch, ich glaube, es ist ja auch konfigurierbar auch noch genauso über, glaube ich, noch. Ja, sehr gut. Also wir haben das sogar gemacht mit unserem Design-System und das hat tadellos funktioniert. Genau. Das war, also da haben wir, das ist vielleicht ein Thema, das wir nachher noch kurz angreifen. Wir haben da einen sehr spannenden Hackathon gemacht, einen Tailwind-Hackathon, wo ich eine Remote-Mob-Programming-Session erlebt habe, die sehr, sehr cool war. Okay. Aber ich möchte vorher noch ganz kurz zu diesem Konventionsthema gehen. Die stimmt gerade bei Next.js, stimmt das massiv und das zeigt auch wieder, wie wichtig so eine Architektur ist und wie spannend es ist, dass man schafft, eine so generische Architektur zu schaffen, dass du eigentlich relativ easy alle Sachen damit umsetzen kannst, die du für so ein Frontend-Projekt brauchst. So auf dem zweiten, also auf den ersten Blick ist das ja kein Rocket Science, die dort passiert. Sie haben einen Pages-Folder und einen API-Folder. Wow. Wenn du aber genauer hinschaust, ist halt wirklich jeder Schritt von der ersten Seite bis zur Full-Fledged-App irrsinnig gut durchdacht. Und ich habe dort nochmal einen Vortrag gehalten auf unserem JavaScript-Meetup, den ich Heldenreise getauft habe, weil ich in meiner Erfahrung mit Next.js zu arbeiten Parallelen gesehen habe zum literarischen Monomythen, wo du halt als unbefangener Dorfjunge ausziehst, um das große Abenteuer zu erleben und als dieser mächtige Behemoth wieder zurückkommst. Ne? Und genauso ist es mir gegangen bei Next.js, weil ich bin halt mit einem einfachen Hello World und einem Pages-Folder hingegangen und habe mir gedacht, okay, das verstehe ich, mit dem kann ich arbeiten, mit dem kann ich als React-Anfänger und als Next.js-Anfänger einfach einmal umgehen. Und zum Schluss habe ich halt am Ende meiner Reise mit Hilfe einer sehr guten Dokumentation die underscore App Page bearbeitet, die underscore Document Page bearbeitet, habe einen Audio Player gehabt, den man über mehrere Seiten mittragen kann, dynamisch und so weiter, habe User Login gehabt, habe Server Side Sachen gehabt, einfach so. Und am Ende habe ich mir gedacht, wow, also das Wissen, das ich aufgesogen habe in dieser Reise von Hello World bis zum Schluss, das ist so mächtig und so massiv und so umfangreich und mir ist nicht einmal aufgefallen, dass ich das Wissen mir so aneigne. Und ein Applikationsgerüst oder Architektur so zu gestalten, dass dieser Effekt herrscht, das ist
sehr, sehr viel Liebe zum Detail, sehr, sehr viel überlegt, sehr, sehr viel gesehen. Das passiert nicht einfach so über Nacht. Also das ist fantastisch, was die da gemacht haben. Ja, und das, ich finde das interessant, weil das Erstellen der Konventionen und das Einhalten der Konventionen und um Konventionen herum die Architektur zu bauen, ist ja genau das, was man machen sollte, um einfach beim Software Engineering, um Effizienzen zu erzeugen. Und ich fand es immer interessant. Mein Erlebnis mit Agenturen war immer, dass sie es geschafft haben, im IT-Business zu arbeiten, also Business zu machen im IT-Business und in vielen Fällen einfach Minus zu machen oder mit einer absolut geringen Marge irgendwie rumzuknabbern, weil sie letztendlich teilweise so gearbeitet haben, dass sie, und das ist ja ein Phänomen in vielen Agenturen, digitalen Agenturen, oder die wo die Leute, die das Produkt verkaufen, also das Produkt Agentur an die Kunden verkaufen, zu wenig Wissen über Softwareentwicklung oder über IT generell haben und dann einfach sagen, ja, wir haben Leute, wir können das, wir haben PHP-Entwickler, wir können natürlich dann, weil wir PHP-Entwickler haben, können wir natürlich mit PHP-Cake, wie heißt dieser Shop, dieser Monster-Shop da? Magento. Magento, mit Typen 3, das können wir alles. Ja. Können wir alles, ne? Ja, genau. Hast du dann irgendwie so ein paar PHP-Entwickler. Der eine ist voll der PHP-Cake, oder wie das heißt, Cake-PHP-Crack. Und den setzt du dann aber, weil jetzt ist gerade Magento-Shop wichtig, setzt du an Magento-Shop. Dann setzt der sich da dran und macht alle Anfängerfehler, die man mit diesem Framework machen kann, weil er halt das Framework noch nicht kennt und auch keine Zeit hat, sich irgendwie einzulesen, einen Kurs zu machen oder irgendwie sowas. Bloß weil du fährst ja vor dem Projekt 2 Wochen vor Release, das kannst du ja nicht einlernen in der Thematik. Ja, genau, 2 Wochen vor Release. Genau. Und das heißt also, dass da werden unheimlich viele Kosten erzeugt und da entsteht, also das machen die verwenden wirklich Software oder die Kenntnisse, die diese Leute in diesen Agenturen haben, teilweise so ineffizient, dass sie halt fast rote Zahlen schreiben die ganze Zeit, ja. Oder höchstens dann über Maintenance-Verträge danach dann erst wieder Geld einnehmen, weil sie halt so viel Scheiße bauen, dass die Kunden ständig dann wieder neu einkaufen müssen so oder Maintenance-Vertrag machen müssen, weil eben das ständig neu optimiert werden muss oder lauter Bugs hat und nachgefixt werden muss und so. Und dann machen sie da dann so ihr Geld, ne, was halt so ein bisschen scammy ist auf der anderen Seite. Und anstatt halt sich genau zu überlegen, okay, was haben wir denn hier für Leute oder was wollen wir für Leute haben und gezielt bestimmte Leute einstellen, die bestimmtes Wissen haben und dann sagen, okay, wir möchten, weiß ich nicht, manche machen das ja, manche haben es ja auch gemacht. Von mir aus, wir sind der Magento-Dienstleister für den Mittelstand oder so. Dann holst du dir halt nur Magento-Cracks und die Leute, die du einstellst, die es noch nicht können, die lernen dann halt nur Magento. Ja, oder bleibt mal in der JavaScript-Welt, dann ist es eben jetzt halt Next.js oder was auch immer, ja. Und du setzt dich da hin und überlegst dir, was können wir denn damit alles abdecken? Ja, und verkaufst dann gezielt das, ja, dann hast du Effizienzen geschaffen. Dann bist du der oder diejenige Agentur, die das, was du dort verkaufst, mit der höchsten Qualität in der kürzesten Zeit ausliefern kannst und kannst dann hohe Preise ausrufen und machst dann halt auch eine höhere, viel höhere Marge. Ja? Es gibt bei uns in Linz eine Firma, die lebt davon, Webseiten an Steuerberater zu verkaufen. Ohne Schmäh. Die haben 70 Mitarbeiter und die machen nichts anderes als wie Online-Portfolios für Steuerberater. Das ist deren Ding. Ja, genial. Individualisiert, aber rein auf Steuerberater. Die wissen genau, was ein Steuerberater braucht alles. Die haben einen Fragebogen, einen zweiseitigen mit so Kästchen, nicht? Wo du halt wirklich ankreuzt, welche Features du jetzt brauchst für deine Seite. Und ja, das geben sie nochmal zurück, dann arbeiten sie ein paar Designvorschläge aus und fertig. Genau, und was da dazu kommt, der Steuerberater, dem ist es scheißegal, mit was du das baust.
Da kommt kein Kunde, der sagt, ja, wir brauchen aber jetzt ist gerade, weiß ich nicht was, Hype, das eine JavaScript-Framework oben rechts ist jetzt der Hype, deswegen unser Shop muss damit jetzt gebaut werden. Und so, ja klar, komm, wir haben ja Java-Entwickler, das kriegen wir hin, das machen wir natürlich. Das sind natürlich Experten da drin. Und so. Ganz genau. Und das ist so dieses Gegensätzliche, das wollte ich nur ausdrücken. Ich kenne das auf der einen Seite so voll extrem, wo ich mir echt in meinen Kopf gelangt habe, wo ich gedacht habe, so, wie kann man im IT-Business sein und einfach nur sich so alles in den Weg, einfach nur Steine in den Weg rollen. So. Ja? Ähnliches Beispiel aus meiner Agenturzeit, wo die Agentur einen CMS-Entwickler oder CMS-Entwicklerin gesucht hat und sich niemand auch nur gemeldet hat. Wo ich mir gedacht habe, das gibt's doch nicht. Also ein Großteil der Webentwickler, die ich kenne, die arbeiten in Content-Management-Systemen. Also das ist deren Webentwicklung, das CMS zu verstehen und dadurch Seiten zu generieren. Und dann kommt der oder die Frontend-Entwicklerin und legt nur ein Design drüber, so auf der Art. Aber die CMS-Entwickler gibt's besonders mehr. Dann habe ich die Beschreibung gesehen. Da sind halt einmal 5 Content-Management-Systeme verlangt worden, indirekt, nicht? Typo 3, Drupal, WordPress, Magento und irgendein obstruses Enterprise-CMS mit einem Kundenstock von 20 Kunden, ja. Das sie aber irrsinnig gut verkauft und halt die Firma so seit 15 Jahren durchfinanziert. Okay. Wenn ich jetzt sehe, dass ich dieses abstruse CMS können soll, dann bewirbe ich mich doch nicht. Also ich decke dieses Skillset nicht ab. Ja. Und das haben wir halt wirklich einfach auch, Also da, zwei Sachen haben da passieren müssen. Und zwar das eine ist einmal das, dass wir versucht haben, die Technologieentscheidung zum CMS möglichst weit wegzubringen von den Kunden. Ja, Kunden sollen nicht entscheiden müssen, ob sie jetzt ein WordPress haben oder ein Typo 3 oder sonst irgendwas, ja. Sondern die Kunden sollen entscheiden, ob sie jetzt Geld in die Hand nehmen wollen für ein CMS oder nicht. Das ist eine bessere Entscheidung. Natürlich. Und dann obliegt es den Entwicklern, das auszusuchen. Und dann suchst du aber sehr wohl unter Anführungszeichen PHP-Entwicklern mit WordPress-Erfahrung zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Oder du schreibst in dieser Spalte mit nice to have, schreibst halt so, hey, wenn du WordPress kennst, ist das cool. Und wir helfen dir, dass du zu dem Wissensstand kommst. Ich habe jetzt zum Beispiel das Problem gehabt bei uns in der Firma, dass wir suchen noch Java-Entwicklern, wir suchen noch C++-Entwicklern, wir suchen noch Go-Entwicklern, wir suchen aber noch Angular-Entwicklern. Warum nicht noch JavaScript-Entwicklern? Warum suchen wir nicht noch diese Technologie, die wir dort brauchen, nämlich JavaScript, und bieten der Person an, Angular zu lernen, falls es nötig ist? Ja. Wir sind eine Firma mit 2000 Entwicklern. Wir können es uns leisten, einen Monat zu investieren für diese Person, damit es up to speed kommt in der Technologie und so weiter. Aber grundlegende Programmierkenntnisse in JavaScript wäre nicht schlecht, wenn du schon dabei hättest. Ne? Da bin ich eigentlich genau deiner Meinung. Nicht? Also du kannst eben nicht diese eierlegende Wollmilchsau finden und suchen, die einfach alles kann. Da wird halt dann auch die Qualität halt schlecht. Und meistens sind das die Projekte, die irrsinnig überbucht sind, stundentechnisch, die mit Ach und Krach irgendwie geschippt werden, irgendwie das Leben erblicken. Aber im Großen und Ganzen diese Katastrophenprojekte, wo du noch eine fette Retrospektive machst und fragst, was ist denn da schiefgegangen, außer dem offensichtlichen. Ja, genau. Und es ist genau das gleiche schiefgegangen wie bei allen Projekten vorher auch schon, ja. Immer nur die gleiche Scheiße, weil du die falschen Leute genau. Keiner das Training hat für diese für dieses Framework und so weiter. Und es ist einfach immer, ins Hamsterrad immer das Gleiche und so, boah, wie ist das jetzt passiert? Wieso, wie habt ihr geschätzt? Und so, und ja, und oh Gott. Wenn wir schon bei Horror Stories sind, wir haben ein fantastisches Projekt gehabt, das prinzipiell so von dem, was wir Zeit investiert haben. Schon sehr knapp am rote Zahlen-Projekt war nicht. Und dann hat Kundenbetreuung eine mobile Variante der Webseite verkauft. Ohne je mit Development zu konsultieren. Hat sie mit Design konsultiert und Design hat gesagt, ja, easy. Sie hat eh schon so einen Komponentenkatalog in Photoshop gemacht. Okay. Sie ordnet die Sachen einfach neu an. Ja. Und macht da und da noch ein bisschen was Neues dazu. Und dann hat man die mobile Seite und das kostet die Person im Design gerade einmal 2 Wochen extra.
Ja. Und Kundenbetreuung ist davon gegangen, ja, dann kostet es nur mit 2 Wochen extra in Entwicklung, weil das war so eine Hausnummer, nicht? Also alles, was du im Design investierst bei uns, kommt noch in die Entwicklung auch nochmal. Mhm. Weil wir halt sehr elaborate Designer gehabt haben und sehr, sehr flotte Entwickler. Und dann habe ich das gesehen zu dem Zeitpunkt, wo schlagend worden ist. Und habe das gesehen und gedacht, das ist eine komplett neue Webseite. Die ist einfach komplett neu. Ja, designtechnisch kannst du gewisse Elemente übernehmen. Das heißt, ich kann vielleicht, ja, sagen wir, 30% meiner CSS-Klassen kann ich übernehmen. Das stimmt. Die anderen, ja, Sachen können alle neu machen. Da sind User-Experience-Komponenten drinnen oder Workflows drinnen, die komplett anders funktionieren. Und die Schlimmste, nachdem es eine mobile Webseiten ist, gehört einmal User-Agent-Sniffing am Host aufgesetzt, gehört ein zweites CMS hochgezogen, beziehungsweise gehört ein zweites Templating fürs CMS hochgezogen, das einfach in dem CMS noch nicht existiert hat. Yeah. Das heißt, da hat Infrastruktur hat geschaffen werden müssen, damit das Projekt überhaupt leben kann, weil wir nicht darauf vorbereitet waren, dass das kommt. Wahnsinn. Und das Traurigste bei der Geschichte war das, dass wir aber, weil wir ein paar findige Entwickler und Entwicklerinnen gehabt haben, dass die Leute, die schon aus einer Überzeugung schon responsive gemacht haben, das heißt, du hast schon eine mobile Variante gehabt durch das responsive Layout, das wir gemacht haben. Das haben wir aber nicht verkauft, deswegen haben wir es nicht einschalten dürfen. Ah, krass. Das ist irre, oder? Wow. Das ist die ärgste Horrorstory, die ich je in einem Projekt gehabt habe. Ja. Horror. Es ist ja lustig, nicht? Also ich habe ja irrsinnig viel gelernt dabei und das ist eine tolle, spannende Geschichte und wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen und wir haben Gott sei Dank noch die Workflows geändert. Das ist ja immer das Schöne, wenn du in so einer Situation kommst und du lernst aus den Fehlern und kannst das verbessern und ich bin mir jetzt sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen jetzt mehr wissen. Und was anderes wissen, ja, wie dort passiert ist. Aber es ist halt einfach so ein fantastisches Paradebeispiel, wie schrecklich Wasserfallabläufe sind, wie schrecklich nicht konsultieren mit der Technik ist, nicht? Und wie vielseitig sowas sein kann und wie umfangreich sowas sein kann und wie wichtig es ist, dass du die richtige Technologieentscheidung nimmst. Ja. Und ja, also ich kenne die Seiten, sie ist immer noch online und ich kann immer nur mit einem Konsolen-Hack das Responsive Layout einschalten und die nimmt das 1000-mal lieber her als wie die tatsächliche mobile Variante. Aber ja, es ist halt einmal so passiert. Kann man nichts machen. Heftig, heftig. Oh Mann. Ja, da es fühlt sich, ich bin da ja irgendwie posttraumatische Störung von solchen Sachen noch. So sind viele Projekte. PTSD oder was? Ja, warst du je in einer Agentur? Ja. Also ich war ein Jahr lang in Stuttgart in einer Agentur. Hm. Da war es dann aber schon so schlimm, dass ich wirklich nach dem Jahr auch wirklich gehen musste. Und dann war ich in Karlsruhe. Es war weniger eine Agentur, eher, also sehr technischer Dienstleister. Also die haben nicht genauso getickt wie eine Agentur. Und waren schon auch besser von der, halt eine bessere Engineering-Kultur. Aber die Business-Struktur oder die, das Business-Konzept war halt ähnlich. Ne? Da gab es schon viele Projekte, die so gelaufen sind, wie ich es gerade beschrieben habe. Dass sie halt, dass man sich da nicht so wirklich drauf besonnen hat, was man denn hat an Leuten, sondern hat versucht halt, man ist dann irgendwie auch so nach Trends gegangen. Es gab irgend so ein abgefahrenes, weirdes Adobe-CMS, was dann irgendwie so das Hype-CMS war bei irgendwelchen Firmen und dann musste man das können und so. Aber die haben sich, glaube ich, ganz gut gefangen und mittlerweile fahren sie so ein bisschen andere Filme und das läuft, glaube ich, ganz gut für die momentan. Aber als ich da war, ja, habe ich da auch schon viel gekämpft. Mit seltsamen Projekten, die eben echt zum Scheitern verurteilt waren von vornherein. Das Ding ist ja das, ich denke mal, man kann ja sehr viel schimpfen über über die Agenturzeiten und ich mache das ja auch hier und da sehr, sehr gerne, aber
Ich wüsste nicht, ob ich ohne meiner Agenturzeit jetzt da wäre, wo ich bin. Also den Lerneffekt, den du in einer Agentur hast, obwohl es irrsinnig für Überstunden waren, die Bezahlung bei weitem nicht da war, wo ich jetzt im jetzigen Job bin, die Projekte nach der Reihe katastrophal waren, auf langfristige Wartungsverträge geschaut worden ist, als wie auf qualitativ hohe Projekte, wobei das will ich jetzt der Agentur, in der ich war, gar nicht unterstellen. Ne? Ich habe irrsinnig viel gelernt und es war eine irrsinnig gute Zeit für das Skillset, das ich entwickelt habe. Weil ich schon das Gefühl gehabt habe, dass ich gewisse Muster und Techniken entwickelt habe, die jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, auf sehr, sehr langfristigen Projekten zu arbeiten, gut ausspielen kann. Und ich glaube, dass das hauptsächlich auf einer Architekturebene geht. Gerade durch diesen Stress, gerade durch diese Hektik und so weiter, musst du halt die Umgebungen schaffen, wo du schnell zu deinem Ziel kommst und sehr eindeutig ist, was dort passiert. Und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bist alleine, da machst du das einfach gerade so, wie es der Hirn dir ansagt. Und nachdem du eh die einzige Person bist, die darauf arbeitest, weißt du eh, um was es in dem Projekt geht. Oder du musst mit anderen Leuten mitarbeiten. Dann musst du Dinge schaffen, die einfach so einleuchtend sind, damit sich die Frage gar nicht stellt, wo was hinkommt und wie was zusammen funktioniert. Und das habe ich, glaube ich, in dieser Qualität nur durch meine Agenturzeit gelernt. Und deswegen, also ich möchte es nicht missen. Es waren 5 Jahre und die waren irrsinnig gut und irrsinnig spannend. Und da waren ein paar Horror-Stories, das war schon eine coole Zeit. Aber es ist ja gut, dass es nachher vorbei ist. Also ewig würde ich das nicht machen. Mhm. Ja, sicher. Man kann sicherlich sagen, es gibt, wir haben alle in diesen Situationen wahrscheinlich viel gelernt und dann halt irgendwie auch mit Schmerz. Und da gibt es vielleicht auch Sachen, die man anders nicht gelernt hätte. Kann gut sein. Aber stell dir mal vor, du wärst als Junior Dev in eine Firma gekommen, die korrekt wirtschaftet, ja, also die auf eine Art und Weise Software baut, die effizient ist, sodass sie eben jetzt zum Beispiel nicht so Opfer ihrer Kunden sind, sozusagen, ja, oder was auch immer. Ja? Also ordentlich wirtschaftet. Fokussiert ist, wenn es darum geht, was sie anbieten. Ja, weil prinzipiell ist eine Agentur, die einfach blind sagt, wir haben die und die Entwickler, wir können alles, was PHP oder JavaScript oder was auch immer ist, ne, abdecken, das ist einfach betriebswirtschaftlich falsch. Ja, das ist wie, als wenn ich jetzt, ist wie wenn jetzt jemand Nike Air Verkäufer, ja, hergeht und die Nike Air Sohle nicht erklären kann. Verstehst du, was ich meine? Weil der Verkäufer, die Schuhbänder sind grün. Genau. Der Verkäufer, der die Nike Airs verkauft, ja, der weiß ganz genau, warum die Nike Air Sohle so und so ist und was geil an der Sohle ist und warum der Schuh so gut ist und warum wir den Schuh so machen, wie der ist oder was auch immer. Ja? Oder das heißt, ist egal was. Normalerweise weiß derjenige, der das Produkt verkauft, ganz genau, was das Produkt kann. Und bei diesen Agenturen, bei denen das so läuft, und wie gesagt, da gibt es Ausnahmen, rühmliche Ausnahmen, aber bei den Agenturen, wo es eben so läuft, da weiß die eine Hand nicht, was die andere macht. Da weiß der Sales-Typ nicht, was das Produkt ist. Und wenn du dir vorstellst, du wärst als Junior in eine Firma gekommen, wo das aber stimmt, wo der Sales-Typ ganz genau weiß, was er verkauft, und du dann in ein Unternehmen kommst mit Entwicklern, die viel weiter sind als du, weil du hast bei solchen Agenturen in der Regel dann auch nicht unbedingt die Top-Entwickler immer drin, ne? Weil viele gehen einfach dann sehr früh, weil sie sagen, okay, so kann ich nicht arbeiten, ja. Und du hast dann leider manchmal auch so einen Schlagentwickler, die es eben auch gibt, die einfach viel mit sich machen lassen, und dann halt jammern, aber auch nicht gehen. Ja, so kenne ich das halt auch so ein bisschen, ja. Nicht alle, aber du hast halt einige davon. Und es ist manchmal schwierig, Leute zu halten, die wirklich gut sind.
Aber in so einem Unternehmen, wo es gut läuft, wo die Entwickler auch ordentlich bezahlt werden können, wo halt das Unternehmen auch ordentlich wirtschaftet, weil sie genau wissen, was sie verkaufen und wie, dann kommst du da als Junior-Entwickler rein und kriegst innerhalb von kürzester Zeit einen Crashkurs in, wie man Software baut, auf einem Level, ja, das halt was völlig anderes ist. Und zwar ohne den Stress. Ja. Mhm. Da lernst du vielleicht manche Sachen nicht, die du halt unter dem Stressfaktor vielleicht gelernt hast. Ja, da gibt es vielleicht schon so ein paar Sachen. Aber ne, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt, ne, also dass es notwendig wäre oder dass es wirklich gut, also ich finde es nicht gut, dass die und das Unternehmen so arbeiten. Also ich habe es da sehr grenzwertig empfunden. Weil ich habe es, weil ich war bei einem von diesen Unternehmen, war ich da, also war ich so wie bei 4 oder 5 Jahre oder so. Da gab es wirklich streckenweise einfach Monate, wo ich mich so einfach nur als Pixelschubser-Sklave gefühlt habe, wo ich absolut gar nichts gelernt habe, wo ich das Gefühl habe, ich werde dumm im Kopf. Ja? Und einfach mit jeder Stunde, die ich da irgendwas mache, werde ich dümmer, habe ich das Gefühl gehabt, ja, weil du einfach nichts lernst. Ja, und deswegen habe ich dann auch schlecht gearbeitet, ineffizienter gearbeitet und solche Sachen. Weil teilweise hast du halt auch solche, die hatten auch so Cash-Cow-Jobs, Cash-Cow-Kunden, die halt irgendwie auf uralten CMS waren. Da musste man halt, eine Änderung hat ewig gebraucht und solche Geschichten. Aber es war völlig unnötig und so, ne? Es war also ganz komisch, wo man halt als Entwickler halt die Änderung machen muss und ewig für sowas braucht. Das bringt dich überhaupt nicht weiter, persönlich als Entwickler. Du kannst da auch keine Effizienzen schaffen oder so, weil halt es einfach so gemacht werden soll. Und da wird aber halt so viel Geld überwiesen jeden Monat, dass es halt irgendwie sich fürs Unternehmen lohnt. Aber für dich als Entwickler lohnt sich's halt nicht. Ja. Und ja, das sind halt so Sachen, da kannst du dich als Person vielleicht weiterentwickeln oder du kannst dann halt, ne, du musst dann irgendwie auch für dich im Leben stehen und rausfinden, okay, wo stehe ich denn hier? Was will ich denn vom Leben und von meinem Job und solchen Geschichten, ja? Aber es ist halt nicht so was, wo ich gedacht habe halt, ja, da gab es einige lange Monate, wo ich einfach nichts davon hatte, so. Aber, naja, es, wie gesagt, es war trotzdem auch eine coole Engineering-Kultur und das Unternehmen hatte schon sehr viele gute Seiten und hat auch bestimmte Dinge sehr gut unterstützt und es gab auch coole Projekte und so. Aber ich will halt nur mal so den Kontrast so ein bisschen beleuchten. Hm. So, ne? Na, ich hab also mit dieser betriebswirtschaftlichen Art und Weise, wie die das Business-Konzept von ich habe da jemand, der das Zeug verkauft, aber nicht weiß, was eigentlich das Produkt ist, das er verkauft. Damit habe ich ein Riesenproblem. Also da gebe ich dir absolut recht. Also ich möchte da jetzt auch nicht alle Agenturen über den Kamm scheren. Es tritt halt immer spannenderweise bei Agenturen sehr häufig auf. Und ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich erzähle da Horrorstories. Wie gesagt, es gibt Lerneffekte und ich glaube, dass die Agentur, in der ich war, jetzt da in einem Zustand ist, wo viel von diesen Lerneffekten Einfluss drauf genommen hat, dass dort nicht wirklich sehr, sehr drillig ist. Also ein paar Leute, mit denen ich dort damals zusammengearbeitet habe, die sind immer noch sehr, sehr gerne dort, einfach auch, weil sie gewisse Dinge noch geändert haben. Also auch gerade, wenn du sagst, Engineering-Kultur, beziehungsweise eine Möglichkeit, sie dort zu entfalten. Ja. Ich frage mich, ob das vielleicht auch eine Phase ist, die halt bei manchen Firmen länger dauert und bei manchen nicht so lang, wo eben diese künstliche Hektik entsteht, Projekte nicht durchdacht werden, weil ich habe da herausgefunden, das letzte Projekt, in dem ich dort war, in dieser Agentur, das war ein Projekt, wo wir in Wirklichkeit 3 unserer Leute für ein ganzes Jahr abgestellt haben, nur für diesen Kunden. Das sehr gut timeboxed war, nämlich auf ein Jahr, das sehr gut definiert war, das sehr gut geplant war und das sehr viel Freiraum gehabt hat in dem, wie man die Umsetzung gestaltet, ja. Aber halt auch eine gute Kommunikation mit dem Kunden ständig gehabt hat, das auch der Kunde eingefordert hat. Also die Personen bei unserem Kunden wollten halt ständig Check-ins haben, wollten bei Roadblocks, haben sie einfach den gesamten Timeframe gestoppt, geschaut, dass dieser Roadblock auf deren Seite gelöst wird,
und haben nachher das Timing wieder gestartet. Das heißt, okay, haben die ja Wochen nicht delivered, dann hat sich das ganze Projekt der Wochen verschoben auf deren Seite. Dafür haben halt wir dieses Jahr Spielraum gehabt, wo wir gestalten können. Mhm. Und das war eins für die besten Projekte. Wir sind 3 Monate früher fertig geworden als wie geplant, obwohl wir einige Zeitrahmen Verschübe gehabt haben, einfach nur, weil ständig guter Austausch zwischen einem Kernteam an Designern, Entwicklern und Projektmanagern war mit dem Kunden. Ja. Und das ist halt in dieser Agentur passiert, wo auch dieses, hey, wir verkaufen mobile Webseiten für 2 Wochen und wir haben nicht einmal die Infrastruktur dafür. Nicht? Also da merkt man diesen Lernprozess, der existiert. Das ist ein erfolgreiches Projekt für Kunden geworden, für Agentur geworden, für uns alle und da wirklich eins, wo jetzt nur eine langfristige Partnerschaft beherrscht, einfach weil das Projekt so gut gelaufen ist. Ja, das ist super. Und ich frage mich halt da ernsthaft, ob das vielleicht, die Pflegeljahre, nicht? Also das passiert halt. Du kommst halt in einen Zustand, vielleicht auch durch Wachstum, ich weiß nicht, vielleicht erreichst du einen Punkt, wo du so viele Menschen in deinem Team hast, dass du nicht damit rechnest, dass das Management vielleicht so viel mehr Zeit benötigt, dass du zu diesem zwischenmenschlichen Austausch gar nicht mehr kommst, damit sie Dinge, die sie normalerweise am Gang erledigen oder weil man kurz gemeinsam bei der Kaffeemaschine steht, nicht mehr so ergeben, sondern formalisiert werden müssen, beziehungsweise über gewisse Meetings, Methoden, Techniken abgearbeitet werden müssen. Ja. Ich würde da vielleicht nicht einmal Sales-Arroganz unterstellen, wobei ich kenne viel Sales-Arroganz. Also ist Du ist schon ein bisschen was Wahres dran. Ja, also ich weiß, also das, wie gesagt, also ich habe das auch so wahrgenommen, dass da, wo ich vorher war, dass sich da auch viel verändert hat und auch viel anders gelaufen ist. Und das, was du sagst, also später dann anders gelaufen ist, aber was du da sagst, dieser Punkt des Wachstums und dass dann eben einfach, du hast viele Leute, bist auf einer bestimmten Art und Weise groß geworden als Unternehmen. Und als Agentur oder als Dienstleister. Und plötzlich hast du so ein Jahr oder zwei oder so, wo die Aufträge runtergehen. Und da passiert sowas natürlich schon. Also, wenn du dann halt versuchst, irgendwie die Leute doch alle, du willst niemanden entlassen und so, und du musst irgendwie einfach schauen, dass Geld reinkommt und so, da kann das natürlich passieren, dass du gerade solche Pflegeljahre, wie du sie nennst, vielleicht hast und dann dich wieder fängst, wenn es dann wieder besser läuft oder wenn du dich dann auch irgendwie nochmal in deiner neuen Größe auch besser findest. Das kann durchaus sein, dass es damit was zu tun hat auch, ja. Dadurch kann man das auch ein bisschen wieder relativieren, ja, dass es eben auch öfters wahrscheinlich so läuft. Gut gewirtschaftete Unternehmen machen ja gute Projekte, wo sehr viel Umsatz rausschaut und sehr viel Gewinn rausschaut und nutzen das als Polster für Innovation und eigene Produkte in Zeiten, wo nicht so viele Aufträge sind. Ja, genau. Das war auch immer das, wo ich mich dann auch gefragt habe, so hey, oder wo ich immer da saß und dachte so, du hast so viele Entwickler ja in deinem Ding und du hast so Monate auch, also typischerweise im Jahr, in der Regel so Monate, wo man relativ wenig zu tun hat. Warum setzt du da nicht irgendwie 2, 3, 4 Entwickler zusammen an einen Tisch und machst irgendein geiles Produkt? Löst ein Problem für dich, für irgendeinen Kunden oder für die Agentur selber und verkaufst und schaust, wie du das Produkt dann irgendwie verkauft bekommst oder irgendwas. Ideen gibt es ja genug, nicht? Jedes Thema, das dir im letzten Projekt auf die Nerven gegangen ist. Ja, genau. Es gibt löst es. Ja, ja. Aber selbst war, aber das war, ja genau. Aber du brauchst halt, ne, gewisse Art und Weise zu wirtschaften muss da sein, damit dieser Überschuss da ist, damit du das dann auch leisten kannst. Hm. Ja. Ja. Das finde ich dann auch spannend. Dann finde ich aber auch diese ganze Dienstleistersituation auch spannend, wenn du auch über eigene Produkte nachdenken musst und nicht nur so 100% abhängig bist von Aufträgen und Dienstleistungsarbeit. Finde ich das schon cool. Und es gibt schon einige, die das auch so machen. Oder dann auch herauswachsen, ne, in eine Produktfirma über
transformieren von einer Dienstleistungsfirma. Das sind dann irgendwie die coolen Beispiele. Hm. Gut, so. Wir sind am Ende angelangt, glaube ich. Ich denke, ja. Jetzt haben wir sehr genug geschwafelt. Jetzt haben wir über die gesamte React-Community, über die Ausbeutung der schwarzen Kultur-Community auf Clubhouse, über soziale Medien, über Refactoring, über Agenturen, über Betriebswirtschaft gesprochen. Wow, ich glaube, wir haben sehr viel reingebracht in so eine Episode heute. Wir haben alles drin. Aber wir haben wieder über viele Sachen wieder über die gleichen Themen gesprochen. Also wir reden eigentlich fast jedes Mal teilweise über die gleichen Themen. Next und Tailwind aber kommt immer rein. Tailwind, ja. Next, Guillaume Rauch. Aber dafür aber immer mit einem anderen Blickwinkel, neu beleuchtet. Ja, das stimmt. Und so. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich bin gespannt. Also mal schauen, was wir das nächste Mal machen. Ich finde das cool, wenn wir sagen, wir zwicken uns zwei, drei Artikel raus oder so und diskutieren die. Ich kann auch gerne mal so, nachdem ich jetzt wieder so ein bisschen in Richtung Systemsprachen gehe, kann ich da mal so einen Eindruck geben, wie das eigentlich jetzt nach 10 Jahren Frontend als Hauptgebiet wieder ausschaut, jetzt wo ich so Richtung Backend gehe und wieder auf Systeme denke und wieder auf einmal mit Speichermanagement zu tun habe. Ja, ja, ja. Das sind Dinge, die mir gerade sehr stark widerfahren. Gerne, ja. Wo ich auch gerne mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern würde. Aber ich glaube, da brauche ich nur ein bisschen mehr Erfahrung. Ja, und wir können auch irgendwann mal über Bitcoin reden. Ja, genau. Das schreibe ich jetzt in die Schaunotizen, alleine für einen SEO-Boost, den wir jetzt kriegen. Okay, cool. Die Blockchain, das ist so eine fette Lego-Kette, die ich um meinen Hals trage. Ja, genau. Aber ich finde das Thema tatsächlich interessant. Ja, guti. Alles klar. Dann gute Nacht und auch tschüss an die Hörer. Macht's gut. Freuen uns wieder über Kommentare. Und das war's. Das war's.